Duftet. Und was gibt es bei euch heute zu essen? Werfen wir doch mal gemeinsam einen Blick auf die deutschen Speisepläne. Rund 40% der Deutschen kochen noch täglich selbst. Weitere 37% schwingen immerhin 2 bis 3 Mal die Woche den Kochlöffel. 71% der Deutschen essen täglich Obst und Gemüse. 64% nehmen täglich Milchprodukte zu sich. Fleisch- und Wurstwaren kommen bei 28% jeden Tag auf den Tisch. Dagegen ernähren sich 6% der Befragten vegan oder vegetarisch. Ihr Anteil wächst allerdings. Kommen wir zu unseren Leibgerichten. So, die Herren, was darf's denn sein? Die Top 3 wird ganz klar angeführt von Fleisch. Genauer gesagt von Braten, Gulasch und Schnitzel mit 33%. Gefolgt von Spaghetti, Lasagne und Spätzle mit 17% auf Platz 2. Auf dem 3. Platz landen die Beilagen, also Salate und Gemüsegerichte, mit immerhin 10%. Und dazu trinkt die oder der Durchschnittsdeutsche gerne ein Bierchen. Oder 2 oder 3. Innerhalb eines Jahres summiert sich der Pro-Kopf-Verbrauch hierzulande auf 100 Liter Bier. Im europäischen Vergleich toppen uns in Sachen Bierkonsum nur unsere Nachbarn in Tschechien und Österreich. In einem Jahr vertilgen wir jede Menge Nahrung. 126 Kilogramm Obst, 90,5 Kilogramm Gemüse, 214 Eier, 85,3 Kilo Brot und 68 Kilo Kartoffeln, 30,5 Kilo Fleisch und Wurstwaren, 21,6 Kilo Käse und 8,2 Kilo Schokolade. Unglaublich aber wahr. In unserem Leben essen wir rund 7000 Kilo Fleisch. Wie viel das ist? Umgerechnet so viel wie 45,5 Schweine, 3,2 Kühe, 5,1 Ziegen und Schafe sowie 926 Hühner. Aber was ist uns beim Essen eigentlich wichtig? Ganz klar, es muss schmecken. Das sagen 99% der Befragten des jährlichen Ernährungsreports. Und für 91% ist eine gesunde Ernährung wichtig. Insbesondere die schlanke Linie steht dabei im Vordergrund. Mehr als die Hälfte der Befragten achtet beim Einkaufen auf Nährstoffgehalte wie Zucker und Fett. 36% achten auf die Kalorien. 48% präferieren eine einfache Zubereitung. Und für immerhin 32% ist der Preis am wichtigsten. Stellt sich die Frage, was gibt es bei euch heute zu essen? Lieferdienst oder Linsensuppe?